Guten Morgen, liebe Freunde. Die Sonne scheint, wie ihr seht. Und heute machen wir einen Ausflug nach Badolato. Badolato ist ein kleines Dorf. 2000 Einwohner. Ich glaube, im Winter sind da noch viel weniger, weil die meisten sind irgendwelche Touristen. Und wir fahren jetzt praktisch einmal quer durch Kalabrien, 100 Kilometer auf die Seite des Ionischen Meeres. Und dort ist, wie gesagt, Badolato. Und wie wir jetzt auf Badolato kommen, will ich euch kurz erzählen. Das Tolle ist ja, wenn man Videos bei YouTube hochlädt, das gucken sich auch Leute an. Und da kriege ich eine Mail von Brigitte, heißt sie. Und die sagt, Mensch, eure Videos, die sind ja interessant und so. Wir sind auch seit einigen Jahren in Italien, erst in Südtirol und jetzt sind wir in Badolato ansässig und kommt uns doch mal besuchen. Das ist einmal quer rüber und das könnt ihr doch mal machen. Dann haben wir den Wetterbericht gesehen, heute ist wieder gutes Wetter angesagt und was haben wir gemacht? Wir haben uns entschlossen, da eine Nacht zu bleiben. Brigitte wird uns den Ort zeigen, das Örtchen. Und dann gucken wir mal, was wir da erleben und was für eine Unterkunft wir da haben. Auf dem Zeltplatz haben wir uns natürlich von Kirsten und Dieter verabschiedet und von den anderen Hunden. Max ist im Kofferraum, der fährt mit, der darf mit. Im Kofferraum, im Kombi hinten, ne? Im Kombi hinten, genau. Der hat den bequemsten Platz von uns allen, der kann da schönes Nickerchen machen. Ja, und jetzt sind wir auf Reisen und dann wollen wir mal gucken, was in Badolato so los ist. Bis dann. Guck mal, wie witzig unterwegs. Schafe auf der Straße. Es ist vielleicht, ja, ein bisschen sehr bissig, aber so stelle ich mir dann immer die Masse vor, die zur Impfung rennt. Okay, böse, böse. Ist das nicht süß? Maxi, sei ruhig. Ich finde das so klasse. Ich gehe mal ganz rüber. Da, die ganzen Wollis. Och Max, das sind Schafe, das sind keine Hunde. Die tun uns nichts. Max ist sehr besorgt. So, mal gucken, ob wir jetzt vorbeifahren können. Ihr hört ihn knurren, denke ich, ja? So, wir fahren vorbei. Guck mal, Maxi, die Schäfchen. Und es bimmelt. Kenn die Straßenverkehrsordnung, das ist ja nicht zu glauben. Und hier sind wir in Rumkella mit Schonika beim Boxcenter. Muhammad Ali in der Nähe. Italienische Faustkämpfer. Und auf der anderen Seite, das ist Mike Tyson. So, wir sind jetzt etwa 20 Kilometer von unserem Zielort und wir haben Kalabrien praktisch ganz durchquert und jetzt ist auf der Seite da drüben ist das Meer, das Ionische Meer. Wenn man auf die andere Seite gucken würde, wäre man wohl ungefähr in Gallipoli. Na, jetzt sind hier ein paar Gebäude vor. Da im Hintergrund kann man wieder das Meer sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Stadt hier heißt. Also man glaubt es nicht, aber hier stürmt das. Und wir wurden von Brigitte und ihrem Mann Robert empfangen. Hier ist weit weg. Ich weiß gar nicht, von wo kommt die Sonne von da. Guckt euch mal das Meer an. Da ist Kelly. Ist auch nicht wasserscheu. Die beiden fühlen sich wohl. Ja, voll. So, das, was ihr jetzt seht, das ist ein Flüchtlingsboot. Das ist hier vor ein paar Tagen mit ein paar Flüchtlingen aus Afrika gelandet. Zersetzt sich das jetzt in den Wellen so langsam. Badolato Marina.
Und jetzt fahren wir hoch in dieses Dorf mit nur wenigen Einwohnern. Das hat eine ganz interessante Geschichte. Der Bürgermeister hat wohl diesen Ort praktisch vom Aussterben gerettet, denn viele sind abgewandert aus diesem Gebirgsdorf. Und die Neubesiedlung erfolgte durch viele Touristen auch. Ja, Brigitte hat uns gerade gezeigt, dass wir jetzt hier gleich das Dorf sehen werden auf der linken Seite. Es taucht dann auf und verschwindet wieder. Also das ist wohl eine kleine Gebirgsstrecke jetzt hier vom Meer aus hoch. Und wie gesagt, dieses Dorf wurde dann durch... Ich sehe es. Fahr langsam. Ja. Ah ja, da oben, mal ran. Da oben liegt es. Badolato. Da oben liegt Badolato. Da ist das Dorf über uns. Sieht aus wie, als ob man plötzlich ins Mittelalter versetzt wird. Total cool. Mittelalterliche Festung. Ja, ne? Genau. Guck mal hier. Links. Darunter. Abbiegung rechts vor Ihnen. Kann ich jetzt gar nicht so. Ah, Benvenuti a Badolato. Willkommen in Badolato. So, wir sind in Badolato, denke ich mal. Muss ja heute Abend zauberhaft aussehen. Ich sehe nämlich auch gerade Weihnachtsbeleuchtung überall. Ist so schön, Mensch. Ich hoffe, wir haben von unserer Unterkunft aus einen tollen Ausblick. So, hier ist der Platz, wo wir parken. Von hier aus geht es, glaube ich, nur zu Fuß weiter. So, die Häuser sind unbewohnt. Das ist hier die Südseite des Dorfes. Hier sind die Wohnungen natürlich im Winter am schönsten, denn auf der Nordseite, auf der anderen Seite, das hier ist der Marktplatz, auf der Nordseite, da scheint dann im Winter kaum die Sonne. Und wer sich da natürlich ein Häuschen gekauft hat oder so, der wird das dann im Winter bereuen, weil das dann doch da sehr kalt ist. Das hier ist die Hauptstraße Corso Umberto. Die trennt praktisch den Nordteil der Stadt, jetzt auf der linken Seite vom südlichen Bereich. So ist die Stadt praktisch in zwei Quartiere eingeteilt. Und besser ist es, rechts zu wohnen in der Sonne, zumindest im Winter. Wenn du hier um die Ecke kommst. So, einer vorne, einer hinten. Jawohl. Hier geht's jetzt runter. Das ist doch abenteuerlich. Geländegängig muss man hier sein. So, prima. Da sind wir ja schon. Hast du dich auch rein? Guckt euch die beiden Hunde an. Max ist eingeladen auf die Couch von Chile. Chile, jawohl. Chile, gib mir Posto. Ey. Die beiden vertragen sich ausgezeichnet. Wir hatten hier in der Sonne auf dem Balkon ein kleines Süppchen, besser gesagt, ich hatte zwei Teller.
So haben wir noch ein bisschen das gute Wetter genossen. Jetzt sind aber wieder dunkle Wolken aufgezogen, aber trotzdem war das hier ganz windstill im Gegensatz zum Meer. Jetzt gibt es einen schönen Kaffee hier und Tee für die Damen. Oh, herrlich. Ist das nicht nett? Ja, ja, hier sind wir eingeladen. Wir können euch gar nicht so lange strapazieren. Ihr möchtet bestimmt Nein, wir auch Siesta machen. Oder so. Siesta gibt es im Sommer. Jetzt gibt es noch einen Apfelkuchen. Lecker, lecker, lecker. Ich da auch immer einfach. Irgendwas her, Freunde. Und das ist das Hexenhäuschen, wie unsere Freunde ihr Zuhause liebevoll nennen. Ja, über 3 Etagen erstreckt sich das. Genau, da ist Joachim. Und da ist Brigitte. Hallo. Und da ist Max. Ja, hier fein. Muss man schon ein bisschen geländegängig sein. Hier geht es immer rauf und runter. Mal einen Schwenk machen. Guck mal, da oben wachsen die Zitronen. Auf dieser Seite sind die. Hallo, Louis Brava. Ist das Geflügel? Hier noch ein paar Mandarinen. Bleib hier. Freie Auswahl. Und das ist hier der älteste Teil der Stadt. Und auch nicht mehr. So bewohnt, ne? Da wohnen kaum noch Leute, ne? Oder doch, es wohnen wieder. Es wohnen wieder Leute. Also es wird einiges wurde schon renoviert, beziehungsweise restauriert heißt es ja in dem Fall, dass die Ruinen waren vorher. Da unten dieses Gelbe zum Beispiel, die beiden Gelben, die sind komplett renoviert und es wird immer mehr wieder restauriert und dann natürlich ganz, ganz schön. Du hast praktisch das alte Ambiente und neue Einrichtungen drin. Das ist ganz toll. Mhm. Mhm. Und einiges haben ja auch die Erdbeben, irgendwie habe ich gehört, vernichtet manchmal. Genau, ne? Genau. Also die erste Kante ist quasi damals, als das Erdbeben war. Die Abbruchkante. Die Abbruchkante, das war fertig. Das ist natürlich die Gefahr. Wie oft gibt es denn hier Erdbeben so, weißt du das? Alle 150 Jahre vielleicht. Ach, das geht ja noch, ja, dann haben wir ja gute Chancen. Definitiv. Was hörst du denn da? Also diese Straße. Das ist hier wieder die Hauptstraße. Warum irgendwie da hinten? Und da ist ein anderer Hund. Das ist Nala. Schau, Nala. Nala? Hey, Nala. Geht das gut? Ja, ja, ist mir. Ach, so ist ein Weibchen, ne? Ja, ja, ist ein Weibchen. Guck mal. Ciao, Robert. Eine Hundebegegnung. So, Max. So, Max. Max. Komm. Hey, ist doch da, weißt du, der kennt das kleine Feld. Hier ein alter Palazzo. Mitten an der Hauptstraße. Müsste allerdings auch einiges gemacht werden. Das ist auch zu vermieten. Ja, die Handbremsen müssen bei den Apen schon gut eingestellt sein. Und das geht hier ganz schön steil rauf und runter. Das sind abenteuerliche Strecken hier. Die Kirche Immaculata. Abends ganz, ganz schön beleuchtet. Da ja. Wir das ja nochmal hin, dass wir abends da gucken. Hier nochmal ein Blick in die Landschaft.
Dezember und die Geranien blühen. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja. Für uns ist es schon gewohnt, dass wir für uns nicht mehr zu Hause werden, alles schnell freuen. Das ist hier der Treff am Gummibaum. Im Sommer, wenn hier mehr los ist, dann wird hier auch so eine kleine Wirtschaft betrieben. Und da haben einige Leute aus den Ruinen oder in den Ruinen renoviert. Und das ist sicherlich recht günstig hier, die Immobilienpreise, denke ich mal, ne? Nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr, nein. Sind viele auf die Idee gekommen, genau, hierher zu ziehen, ja. Ja, genau, genau. Ein Rundgang. Ein Rundgang? Ein Rundgang. Hey, wer bist du denn? Komm mal her. Kann ich mal hin? Ja, sag mal hallo. Ja, hi. Hey, gut. Hallo. Hallo. Hi. Merkst du, hast hier viele Freunde, die hier überall rumlaufen, macht nichts. Hier wird auch gebaut und gewerkt. Irgendwie wird das auch. Dann in 11 ja, Monaten. Und das ist doch jetzt wirklich hier ein Bild, oder? Guck mal, hier hat sich eine junge Dame einen Raum für eine Meditationsgruppe und Massage bereit gemacht. Das ist hier unheimlich warm, ohne Heizung. Leider ist es ein bisschen dunkel jetzt schon, sonst würden wir hier mehr sehen. Aber es ist angenehm hier drin. Richtig gut gemacht. Alles relativ schnell und auch sicher. Da ist ein renoviertes Anwesen. Dann gibt es aber im Ort oben, entweder im Café lassen sich manche hinschicken oder zum halben Tag. Und auf der anderen Seite Häuser, die noch renoviert werden können oder auf die Renovierung warten. Das ist der Blick zum Marktplatz, der da oben rechts am Geländer liegt. Und hier geht es jetzt an der Stadtmauer praktisch wieder hoch zum Marktplatz. Siebzehn Kirchen gibt es hier in diesem Ort. Schön, Schatz. Mhm. Hast du mal hochgefilmt hier? Auch wie die Mauer bewachsen ist. Mache ich gerade. Das blüht im Sommer, oder? Ja, das meine ich. Im Sommer ist. Nein, ich meine. Mhm. Also von ja, jetzt gesehen. Wenn es hier anfängt zu blühen. Genau. Das fängt jetzt dann auch im Januar zu blühen. Bis Mai und so raus. Du bist über Mittag einfach drin. Ja. Und fertig, ne? Und dahinter liegt die Terrasse, auf der wir heute Mittag gegessen haben, bei Brigitte und Robert. Da habe ich mir fast den Kopf gestoßen. Hier nochmal ein Blick auf das Häuschen von Brigitte und Robert. Und da unten, da haben wir gegessen. Das unten ist Attila, der Esel. Max ist interessiert, aber irgendwie ist ihm dieser große Hund ein bisschen unheimlich. Und Attila dreht auch ab. Und abends ist sogar hier Weihnachtsstimmung angesagt. Hauptstraße und jetzt geht's rechts rum. Da müssen wir weiter. Dann können wir uns entscheiden, ob wir links oder rechts rum wollen. Wir gehen jetzt mal links rum. Durch dunkle Gassen. Das ist wie so ein Mittelalter-Dorf, ne? Ja.
Max, hör mal auf zu ziehen hier. Jetzt geht's hier wieder runter. Hier geht's wieder runter, Max. Hier bist du schon mal runtergegangen. Ja. Noch weiter runter. Ja. So, und jetzt. Jetzt müssen wir gleich einen Brunnen finden. Der müsste jetzt, Momento, rechts müsste der sein. Ja, hier sind wir letztes Mal auch vorbeigegangen. Vorsicht, Stufe, Schatzi. Ja, ich weiß. Da ist der Brunnen. Und an dem Brunnen geht es dann, da ist der Brunnen und hier geht es dann wieder runter. Sag mal eine, man hat keine Orientierung hier. Von wegen. So. Und jetzt mal gucken. Ich glaube, Nummer 54 oder so war das. Leute, das sind dunkle Gassen hier. Da könnte man Hitchcock drehen, du. Ja, hier sind wir auf der richtigen Spur. Hier sind wir auf der richtigen Spur. Hier waren wir. Max, hör mal auf zu ziehen, Mensch. Ist ja gemeingefährlich. Sind wir hier noch richtig? Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass wir hier gelaufen waren. Da sind so Kerzen. Mal gucken, wie es rechts aussieht vielleicht. Lass die mal sitzen hier. Sag mal, war das hier? Ja, jetzt haben wir uns irgendwie verlaufen. Ja, irgendwie verlaufen. Hallo, ist gut. Hör auf, hör auf. Hey. Los. Buonasera. Tiago. Jetzt gibt es erstmal einen guten Vino Rosso für uns alle. Wir haben schon mal angestoßen und das ist hier der Koch, der hier zubereitet. Mal gucken, was es gibt. Ich denke okay, mal, Spaghetti. Spaghetti Carbonara. Okay, va bene. Alla calabrese, non all'italiana. Ah, alla calabrese. Italiana. Valerio war nicht ganz zufrieden mit seinem Werk, denn Brigitte hatte irgendwie die falschen Nudeln besorgt. Es sollten Spaghetti Nummer 7 sein und nicht Nummer 8 und der Speck war auch nicht ganz richtig. Aber ich muss sagen, uns hat es sehr gut geschmeckt. Valerio, mille grazie per cucinare. Grüße gehen raus. Ecco come serve, ma capo di Giolino mi serve cane. Wollen wir mal den Pierre grüßen? Natürlich. Ciao Pierre! Hallo Pierre! Grüße aus Italien! Salute Pierre! Salute! Komm Pierre! Salute Pierre! Salute! Salute Pierre! Salute! Ciao Pierre! Ja gut, das ist nicht dasselbe. Ja, wir haben gut gespeist. Jetzt sind wir auf dem Rückweg in unsere Residencia. Guck mal die Uhr da oben, Schatz. Robert holt noch ein kleines Getränk. Absacker. Und jetzt gehen wir in unsere Bude und trinken noch einen Absacker. Guten Morgen, liebe Freunde. Ich zeige euch hier mal so ein paar Eindrücke. Maxi frühstückt in unserem Feriendomizil auf dem Balkon. Joachim, der Sonnenanbeter. Oh, jetzt fällt mein Schatten darauf. Ist auch irgendwie blöd. Ich gehe mal zur Seite. Buongiorno, Altudi. Und jetzt schwenke ich mal rum. Ich schwenke mal rum. So, wie gesagt, wir sind hier auf unserem Balkon. Von unserem Feriendomizil.
Und hier geht's einmal rum. Jetzt scheint wahrscheinlich gleich die Sonne aufs Display. Da hinten La Mare oder Il Mare, weiß ich jetzt nicht. La Mare, ne Schatzi? La Mare. La Mare. Das Meer. So. Hier sind überall kleine süße Anlagen. Da ist ein kleiner Pool. Total witzig. Und es ist hier wie, also die Stadt ist älter als Mittelalter, wurde uns erzählt. Guckt euch mal die Mauer da hinten an. Das ist echt erstaunlich hier. So, jetzt gehen wir mal in die Wohnung rein. Also wie gesagt, das hier ist unser Balkon. Magst du die Klimaanlage nehmen? Keine Rücksicht auf die Aufnahme hier. Nee. Oh. Und jetzt gehe ich mal rein. Hier ist die Küchenzeile. Wir sind jetzt hier schon in Aufbruchstimmung. Wir sind ja nur eine Nacht geblieben. Da hinten ist die Haustür. Die Wohnungstür. Hier haben wir jetzt schon unsere Sachen am Tisch. Das ist das irre Bett. Ah, wir haben so gut geschlafen. Geile Matratze. Tolles Bett. Ganz toll. Hier ist ein kleines Fenster. Das habe ich heute Nacht offen gelassen. Also nicht auf im Sinne von der Wind kommt rein, sondern ich habe den Fensterladen nicht vorgemacht und hatte heute Nacht freien Blick in den Sternenhimmel, wann immer ich mal ein bisschen aufgewacht bin. Ich liebe sowas, ich gucke so gerne in die Sterne. So, und jetzt geht's ins Bad. Also Joachim hat auf dieser Seite geschlafen. Max, eigentlich da unten, aber im Bett war es bequemer. Das darf man gar niemandem erzählen. So, hier ist noch die kleine Garderobe. Hier, wie gesagt, die Wohnungstür. Und da ist das Bad. Schön groß. Hallo, da bin ich. Und eine Riesendusche, also wirklich klasse. Das war richtig toll. Also schön heiß. Das Bad ist klasse. Und hier so ein uriger Föhn, aber funktioniert alles gut. Und das Bad, guck mal, das ist offen oben. Also wenn da einer pullert oder was reinplumpsen lässt, das hören alle mit, die hier am Tisch sitzen. Ist das nicht irre? Ich zeig noch mal von innen. Da ist offen oben. Mach noch mal die Aufnahme, dieses Bild, der Maler, was der wieder das Dorf gemalt hat. Ja, hier, das Bild. Aber es ist dunkel, ne? Nein, das geht. Der hat hier Baldonato gemalt, Badolato gemalt. Das ist irgendwie, wenn man so davor steht, denkt man, hä? Aber wenn man so von Weitem guckt, ist total cool. Das ist, mit wenigen Strichen hat er genau das eingefangen, was man hier sieht und was man empfindet. Ich gehe mal von hier. Das ist echt klasse. So, ich glaube, das reicht. Das wird sonst ein bisschen viel. Bis dann. So, ihr Lieben, wir haben unsere Unterkunft verlassen. Da steht unser Auto. An der Piazza. Am Dorfplatz. Da ist ein Schuhverkäufer. Und hier haben wir auch an einem schönen Café direkt an der Piazza. Wir haben Frühstück mit Freunden. Max natürlich auch dabei. Ciao. Und das ist die kleine niedliche Terrasse. Und jetzt zeige ich euch den Blick von der Terrasse runter. Total schön hier. Unten eine alte Ruine. Sarvaturi, Sarvami! Und da fahren wir nachher runter. Und da habt ihr gerade einen Italiener telefonieren gehört. Die telefonieren immer so. Klasse. Okay, ihr Lieben, bis dann. Das war unser Ausflug. Jetzt geht's wieder in unsere zweite Heimat zurück.
auf unseren Zeltplatz. Aber bis dahin jetzt erstmal noch eine kleine Tour zum Strand wieder. Nochmal die Gebirgsabfahrt. Und das ist jetzt Badolato. Auf der Rückfahrt, das ist die Nordseite, die also mehr im Schatten. Eigentlich steht die ist rechts und links die Sonnenseite. Eine herrliche Landschaft.